Es geht nicht darum, ob du dein Ziel erreichst, sondern nur, wie du es am schnellsten erreichst. Um im Vertrieb Ziele zu erreichen, geht es nicht darum, die Dinge zu tun, die du liebst, sondern vielmehr die Dinge, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Bevor du in deinen täglichen Verkaufsmodus startest, musst du selbst erst einmal etwas kaufen. Was, ich muss was kaufen? Ich denke, ich soll was verkaufen. Ja, du musst es dir selbst erst einmal abkaufen, dass du von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung und vor allem von deinen Fähigkeiten immer noch überzeugt bist, um wiederum andere Menschen von deinem Angebot zu begeistern. Wie sehr bist du selbst davon überzeugt, was du anbietest? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du von dir und deinem Angebot überzeugt? Eine 1 ist, naja, im Grunde habe ich gar keinen Bock auf Verkaufen, mache das allerdings, um Geld zu verdienen und das Angebot ist mir auch völlig egal. Eine 10 ist, man könnte dich morgens 2:30 anrufen, du würdest mir dein Produkt oder deine Dienstleistung sogar im Halbschlaf erfolgreich verkaufen. Und nur mal als Info, wenn du dich zwischen einer 1 und einer 8 entschieden hast, dann lass das lieber mit dem Verkaufen. Oder du schaust dir jetzt dieses Video bis zum Ende an, dann sage ich dir, wie du auf eine 10 kommst. Die 9 kommt übrigens nur zum Einsatz, wenn du einfach mal einen schlechten Tag hattest. Auf dem Weg zu einer 10 gibt es 3 wichtige Punkte. Nummer 1, lerne den Abschluss zu machen, jederzeit und überall. Und nutze dieses Momentum, um viel Geld zu verdienen, um dir wiederum die Dinge leisten zu können, die du liebst. Und ja, es ist gut, viel Geld zu verdienen. Wenn du ein Angebot hast, das Menschen Freude bereitet oder sogar Schmerzen vermeidet, dann ist es gut, damit Geld zu verdienen. Weil dann tauschen diese Menschen sehr gerne ihr Geld mit deiner Lösung. Punkt Nummer 2. Passe deine Ziele niemals nach unten an. Kein Unternehmen dieser Welt ist erfolgreich geworden, weil die gesagt haben, naja, nächstes Jahr planen wir mal 10% weniger Umsatz. Das Jahr, das war ja wirklich überdurchschnittlich gut. Und dann ist es auch viel, viel realistischer für uns. Wirklich? Vor allem, was ist realistisch? Punkt Nummer 3. Suche dir einen Sparringspartner. Suche dir jemanden, der mit dir trainiert und vor allem langfristig. Die besten Sportler dieser Welt haben einen Trainer. Meist jemand, der diese Sportart selbst betrieben hat, um ihnen die Abkürzung zum Erfolg zu geben. Wer kann also dein Unterstützer sein, der dir dabei hilft, ab sofort noch erfolgreicher zu verkaufen? Tipp von mir, unter diesem Video ist ein Link, der dir bei der Suche helfen wird. Alle Punkte lassen sich mit einem einfachen Beispiel sogar noch besser darstellen. Du möchtest deine Traumfrau ansprechen. Sie gibt dir ein Nein, weil sie sich halt nicht so schnell erobern lassen möchte. Dann sagst du ja auch nicht, naja, Mist, hat nicht geklappt. Aber die hat ja noch eine Freundin. Die ist auch nicht so anspruchsvoll. Probier ich's doch mal da. Damit jemand anderes irgendwann deine Traumfrau heiratet? Niemals. Genauso ist das auch mit Kunden. Wenn du einen Wunschkunden gewinnen möchtest, dann kommen wieder alle 3 Punkte zum Tragen. Erstens, lerne den Abschluss zu machen. Zweitens, setze niemals deine Ziele runter und überlasse deinen Kunden dem Wettbewerb. Und drittens, suche dir jemanden, der dich auf dem Weg an die Spitze begleitet, der die Vertriebserfahrung hat, dir die Abkürzungen zeigen kann, die es braucht, bevor du es jahrelang schmerzhaft selbst herausfinden musst. Vor allem jemand, der mit dir in der Kommunikation auf Augenhöhe ist, der selbst weiß, wie hart es am Anfang sein kann, im Vertrieb erfolgreich zu werden, es jedoch geschafft hat. Wenn du dir dieses Video immer noch ansiehst und du der Meinung bist, Olli, das hat gerade einen innerlichen Schalter bei mir umgelegt, ich möchte gerne mehr dazu wissen, dann klicke auf den von mir angesprochenen Link unter diesem Video und du bekommst die Lösung zu allen 3 vorab genannten Punkten. Worauf wartest du?